Hallo liebe Leute, willkommen zum sonntägigen Infovideo. Es ist zwar noch nicht Sonntag, es ist jetzt Freitag, gleich kommt mein Schneck. Aber ich mach's jetzt schon mal, weg. Ich hab ihr versprochen, ich mach da nichts mehr am Wochenende. Mit der Rummache da, mit dem Jumble. Es gibt noch nicht so viele Infos. Meine letzte Prüfung ist am 30.01. Danach bin ich erst ein bisschen gedanklich frei. Ich gehe dann aber in meinen Semesterferien auch ein bisschen schaffen. Nichtsdestotrotz werde ich dann dennoch natürlich verstärkt Videos machen können. Die Prüfungszeit an sich drückt einen halt einfach, ne? Drückt auf die Stimmung und sowas. Deswegen kommen die Videos nicht so. Von der Zeit her wird es sogar fast gehen. Aber jeder, der Prüfung hat, ich meine, ich bin niemand, der Prüfungsangst hat, aber es nervt halt einfach. Es ist nervig. Man muss lernen und überlegt, ja, schaffe ich das nicht? Wenn ich es nicht schaffe, und wenn ich schaffe, naja, gut. Das ist blöd an der Prüfungszeit. Man muss so viel machen. Man denkt so viel rum. Also für die meisten Videos, die ich mache, muss ich einfach, für alle Videos, die ich mache, muss ich auch die richtige Stimmung dazu haben. Also zumindest für die voll durchgeknallten Sachen. Bei so Let's Plays oder sowas, gut, da kann ich mich auch mal mit einer schlechten Stimmung hinhocken und so machen und das durchziehen, wenn es ein normales Let's Play ist. Was das jetzt heißen soll, ich versuche trotzdem jetzt einfach, wie es auch in meinem Plan steht, jeden Tag bis auf Mittwoch ein Video zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich die Pläne so einhalten kann. Heute kam endlich wieder, so heute am Freitag jetzt, also vorgestern kam endlich wieder Musik, auch sogar Musikfreitag, hat da gepasst. Gestern, das habe ich auch gerade eben erst gemacht, COD, das war jetzt nicht wirklich, doch, es war Community-mäßig, ich habe im Morning gezockt. Und heute kommt ein Infovideo, das passt ja schon mal vom Uploadplan her. Aber ja, es ist schwierig, einen Uploadplan einzuhalten. Ich bin froh, wenn ich generell einfach irgendein Video habe zum Hochladen im Moment, weil ich auch wirklich sehr, sehr viel weg bin. Ich bin viel bei meiner Freundin halt und da mache ich dann eh nichts. Da bin ich ja, ne, da habe ich gar nicht die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Deswegen bin ich gerade froh, wenn ich mit dem Lied rum bin. Ich spiele die ganze Zeit mit der Klammer da rum. Au, au. Ah, das geht. Ist auch nicht schlimm. Aber da... Ja, naja, okay. Das war's soweit mit den Videos eben. Ab Februar kommt dann wieder mehr und auch gescheit. Ein Community-Tag wird es dann auch bis zum 30. denke ich nicht geben. Ich weiß auch noch nicht, was gespielt werden soll. Es soll auf jeden Fall wieder, das habt ihr euch ja mehrfach gewünscht, wieder Garry's Mod. GTA soll auch gespielt werden, ne? GTA auf der, ich glaube auf der alten Xbox, also auf der mittleren Xbox, auf der 360 soll es online gespielt werden. Wie aber auch auf der neuen. Und was wolltet ihr noch machen? Battlefield? Wolltet ihr auch wieder spielen? Also ich spreche jetzt nur von den Leuten, die mitspielen. Nicht, was ihr schauen wollt, sondern was ihr mitspielen wolltet. Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Und ja, ich habe eh einen Riesenhaufen an Projekten, das ist schrecklich. Und dann in der Prüfungszeit noch an alles zu denken und auch schon, ich bin ja so schon, wenn ich nichts zu tun hätte, wenn ich arbeitslos wäre, nicht studieren, kein gar nichts, wäre ich trotzdem so durchgepeitscht, weil ich aber auch wirklich andauernd Ja sage und mach, also jetzt nicht nur YouTube-mäßig, sondern auf YouTube sage ich ja nicht immer ja, hey, halt mal auf jetzt das zu behaupten. Aber so halt, ne? Ja, mach mal dies, mach mal das, fahr mal dahin, bring mich mal dahin, hol mal das ab, kauf das ein, mach dies oder hilf mir dabei, bla bla bla. Und das sind so Sachen, ich... Und dann habe ich noch 1 Million eigene Projekte, da vergesse ich alles Mögliche. Das ist schlimm. Da wurde ich gerade heute wieder erinnert von Dragon, Mr. Fantastabulous. Da soll ich schon seit längerem, schon seit 3 Monaten oder sowas, was einsprechen eigentlich und vielleicht auch ein Liedchen singen. Und ich habe es damals vor mich hingeschoben, habe es dann gemacht, dann habe ich Probleme mit der Platte gehabt und dann war einfach, und dann Prüfungszeit, also tut mir voll leid, hey, wird noch gemacht, mache ich noch, habe ich ihm heute dann zugesagt. Aber solche Sachen, es fliegt alles, aber auch meine eigenen Sachen. Wisst ihr noch, ich habe vor einem halben Jahr oder so, als meine letzten Semesterferien angefangen haben, habe ich so einen Zettel gezeigt. Ich habe keine einzige Sache, glaube ich, gemacht, die auf dem Zettel drauf stand. Das waren alles Garry's Mod Videos, Filme, Kurzfilme. Ich habe einmal diese Werbeparodie gemacht, ich habe Bill und Bob gemacht. Das waren alles ganz viele Ideen und da sind noch mehr dazugekommen. Aber ich habe nichts davon gemacht, das ist, weil ich so viel immer machen will. Und meistens, das was, woran ich echt immer hängen bleibe, sind dann die Lieder. Ich denke mir, ah ja, ich mache jetzt irgendwas, so wie das Fledermausland von Trailer Park. Ich suche mir ein Instrumental, leg los und dann, das ist was, das, ja, bumm. Aber alles andere ist echt schwierig. Wird auch gemacht, wird alles gemacht. Deswegen, also mit einem Community-Abend könnt ihr bis, also vorm 30.01. nicht mehr rechnen, leider. Danach kommt es dann wieder. Falls es doch so ist, melde ich mich nochmal, sage ich nochmal Bescheid. Theoretisch muss das gehen. Ich muss mein Zeitmanagement woanders. Ich verbringe die meiste Zeit damit, mich aufzuregen, dass ich keine Zeit habe. Wirklich, wirklich. Ich sitze da und reg mich auf, dass ich keine Zeit habe. Und das mache ich sehr lang. Und dabei mache ich nichts Gescheites, nur so halbarschig. Okay, also dann, vielen Dank fürs Zuhören. Infovideo. Junge, ich hab, Moment, cooles T-Shirt, ne? Habe ich vom Girlfriend bekommen, wisst ihr noch? Ja. Okay, ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Du hast da Scheiße am Mundwinkel. Ciao, ciao!